Geier gleich, schwebe mein Lied. We possess now one of the most unique broadcasts we have ever presented. The destruction of the giant airship Hindenburg. The destruction of the giant airship Hindenburg. An actual eyewitness description of the disaster at Lakehurst, New Jersey last night. Leichter Nieselregen in New Jersey. Hier und jetzt aus diesem Himmel her wird das Luftschiff kommen. Vor der Landung fliegt der Zeppelin gern noch eine Runde über der Skyline von New York. Herbert Morrison und Charlie Nielsen waren vor Ort, als das Luftschiff landete. Gab es, abgesehen vom Regen, etwas Außergewöhnliches vor Ort? Morrison and Nielsen were at Lakehurst with their recording apparatus when the giant airship floated in, and they were hard at work describing the scene and making a reference recording of it when the disaster occurred. Get out of the way, please. It's burning and bursting into flames and it's falling on the mooring fast and all the folks between us. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Dies ist eine der schlimmsten Katastrophen der Weltgeschichte. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground. All the humanity and all the prayers are just screaming around you. I told you. I can't even talk to people and friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. It's still smoking and flaming and crackling and banging down there. 400-500 feet into the sky, and it's a terrific crash. 400-500 feet into the sky, and it's a terrific crash. I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible. I'm going to have to stop for a minute because I've lost my voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Es ist ein schrecklicher Anblick. Oh, die Menschheit und all die Passagiere. All the humanity and all the passengers. 400-500 Meter loderten die Flammen in den Himmel, aus dem das Luftschiff kam. I've sort of recovered from the terrific explosion and the terrific crash that occurred just as it was being pulled down to the mooring mast. It's still smoking and flaming and crackling and banging down there. And I don't know how many of the ground crew were under when it fell. And now, friends, I want to tell you, I'm back here. I want to tell you that the wreckage is still flaming out there, but I have some very good news for you. I just came from the front of the building where they have set up an emergency station, and they claim that between 25 and 30, that is the estimate, between 25 and 30 are saved out of the wreckage. Willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs. Der Cockpit Voice Recorder befindet sich an Bord jedes Flugzeuges. Puri carusuna stabat et innarus suasi tractare perigla ore remidenti motora suadamobra taura captavat plumas. Der Cockpit Voice Recorder nimmt die Stimmen der Crew sowie andere Geräusche innerhalb des Cockpits auf. Flauam motopollige giram molliba lusuque suoni rabile patris impediebat. Der Cockpit Voice Recorder besteht aus einem 30-minütigen Endlosband, das die jeweils letzten 30 Minuten im Cockpit aufzeichnet. Postquam manus ultima coepto impositas,
in Gemina, Sopifex, Libra, Udinalas, Ipsus un Corpus, Mutaque bependit in Aura. Der Cockpit-Voice-Recorder übersteht, anders als Piloten, jeden Flugzeugabsturz. Instruet ad natum, mediocre ut limite curras, Icara et monio, nisi demissior ibis, unde cravet pennas, si gelsior innis adur, introtrunque vola. Signal ist gegeben. Antis geht es auf Automatik und TA. Der Transponder ist TARA. Die Pneumatik-Leads sind geschlossen. Okay. Anzeigenpanel ist gecheckt. Take-off-Besprechung ist abgeschlossen. Scheinwerfer und Logo-Lichter. Okay, Lichter sind an. Startschub einstellen. Schub ist eingestellt. Wir haben 95. Na, 94 Knoten. 100 Knoten. Check. V1. Check. VR abhebende Geschwindigkeit positive Rate. Willkommen an Bord. Up in the air. Start moving somewhere. Up in the air. Start moving somewhere. Willkommen an Bord. Les issues de secours sont signalées par le panneau Exit. Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit. Buon bordo, le resse.
Welcome on board. Аварийные выходы отмечены надписями exit. Por favor. Излазы за случай опасности означены с речью exit. Unbehagliche Reise. De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit. Welcome on board. Take me high up to the sky. Take me high up to the sky. גבירותיי ורבותיי, אבל אם יביאו את הפזנת שנזורים exit. Exit, יעני קוטוקה. פולטי זברוניאציה. גבירותיי ורבותיי, איזלזי סובל ז'ניסה exit. Exit, יעני קוטוקה. פולטי זברוניאציה. פרה אולוש גרנית אולמרגית טיפולטי לאצ'ט. גבירותיי ורבותיי. Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth. Уважаемые пътници, señalizadas con la palabra exit. Wyjście awaryjne oznaczone są słowem exit. Unbehagliche Reise. Уважаемые пътници, también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit. Exit. Ja, Nikutoka. Unbehagliche Reise. De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit. Уважаемые пътници. Fly up to the sky. Get down to the earth. Going down, 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 down. Willkommen. What kind of problem are you having? What kind of problem are you having? Smoke in the cabin. Roger. Das muss das Gewitter sein. Wetterumschwung, ich hasse es, in diesem Ding auf 108.000 durch dieses Wetter zu müssen. Wollen Sie die Passagiere nicht eine Weile festschnallen? What kind of problem are you having? What kind of problem are you having? Smoke in the cabin. Roger. Was war denn da? Keine Ahnung. Sie haben ein Problem mit der Elektrik. Ja, es hat mit der Anzeige für die Batterieladung zu tun. Wir verlieren alles. Wir müssen nach Miami zurück. What kind of problem are you having? Smoke in the cabin. Roger. Kutter 592. Kontaktieren Sie Miami Center. 1-32-45. Wir gehen um nach Miami. Kutter 592, contact Miami Center on 1-32-45, song. Critter 592, contact Miami Center 132-45. 592, muss sofort nach Miami zurückkehren. Critter 592, Roger.
Kommen Sie nach links auf Kurs 270. Auf 7000 Fuß sinken und halten. Clear 592, roger, turn left heading 270, descend and maintain 7000. What kind of problem are you having? Rauch im Cockpit. Rauch in der Kabine. What kind of problem are you having? What kind of problem are you having? Smoke in the cabin, smoke in the cabin. Roger. Jet 592 stürzt nordwestlich Miami aus 10.000 Fuß mit der Nase voran in die Everglades. Der Aufprall hinterließ keine Spuren. Das Flugzeug wurde vom Sumpf verschluckt. Internationalen Flugverkehrs. Mit der folgenden Information: Korištenje sigurnosne opreme. Maske s kisikom i pojaseve za spašavanje. Postupak u slučaju opasnosti i lokaciju izlaza za slučaj opasnosti. Informacion important. De veiligheidsapparatuur. Hoe u het zuurstofmasker in het zwemvest moet gebruiken. Informacion important. Wat u moet doen in het geval van een noodsituatie en waar zich de nooduitgangen bevinden. Wenn das Seitenruder ausfällt? Kursänderungen nur mit dem Querruder vornehmen. Landung bei starkem Seitenwind vermeiden. I dispositivi di sicurezza по пользованию оборудованием жизнеобеспечения, кислородными масками и спасательными жилетами. По действиям в аварийных ситуациях с указанием местоположения аварийных выходов. Информация important. O tome kako se upotrebljava maska sa kiselnikom i pojas za spasavanje, šta treba raditi u slučaju nužde i gde se nalaze izlazi. Informacion important. Wenn das Höhenruder ausfällt, dann Steuerung in die Querachse mit Höhenrudertrennung vorgenommen. Bei blockiertem Höhenruder Umkehrung der Wirkung Trimmung beachten. Mit der folgenden Information. Turvavarustus. Kuidas kasutada hapnikumaske ja päästeveste? Mida teha hädaolukordades ning kus asetsevad tagavara väljapääsud? Informatsioon important. Informatsioon on vodan sikkerhetsustyrs, oksygenmaske og livbelter skal brukes, og hva de skal gjøre i nødsituasjon, og hvor nødutgangen er plassert. Informatsioon important. Wenn das Triebwerk ausfällt, dann wieder Anlassen des Triebwerkes gemäß Anweisungen im Flughandbuch rechtzeitig zur Notlandung entschließen. I dispositivi di sicurezza, които содержат подробно описание на съответните съоръжения, кислородни маски, предпазни жилетки, указания за тяхното използване, както и инструкции какви действия да предприемете в случай на авария. Информация е импортант. Нинси акотомия ви фуниковия пуа, ви ни хелая оксиген, на ви коти ви на веземия окла мейшава като хатари. Кипу ще псаня като хатари, на махали ли по миланга като кеава като хатари. Информация е импортант. Das Triebwerk brennt. Dann Kraftstoffzufuhr unterbrechen. Elektrische Anlage ausschalten. Kabinenheizung ausschalten. Notlandung durchführen. An Bord der Frachtmaschine El Al 1862, 6 Minuten nach dem Start. 3 Besatzungsmitglieder, ein Fluggast, eine Boeing 747 auf dem Weg nach Israel. Ich stell vor, dass wir nu die Bilder bekijken. Vanaf het moment, vlak voor het moment, dat de medecall wordt afgeroepen, maken we op een tent dat daar aangrijpende teksten bij hoort.
Versuch die Rakete von der Stadt. Um 17.27 Uhr und 56 Sekunden hat die Crew noch 447 Sekunden zu leben. Sie meldet sich aus 6.500 Fuß Höhe. Restleben vergeben. Dann kommt die Meldung. Feuer im dritten Triebwerk. Die Piloten haben den Notfall 100 Mal gehört. Sie melden obendrein den Verlust des vierten Triebwerks. The 943, contact Master 12762. 64 Sekunden Restleben vergeben. Man könnte noch 338 Sekunden die Aussicht auf Amsterdam genießen. Landebahn 27 ist klar zur Landung. Triple 1862, we have an emergency number 3 and number 4 engine in operative request 27 for landing. Okay, it's normal time to go. There we go. Camera 606, set at 3,000 feet of QNH 1012. You can expect a delay due to an emergency. Come on. Mayday, we have an emergency. Keep my frequency. An Bord die geübten Routinen. El Al 1862, wie viele Meilen braucht sie bis zum Aufsetzen? El Al 1862, what is the distance you need to take you down? 12 miles final, we need full landing. Yeah, how many miles final, correction, how many miles, trip miles you need? Flag one. We need a 12 mile final for landing. Okay, right, heading 100, right, heading 100. Heading 100. 12 Meilen Luftlinie Entfernung vom Leben. Am Boden ungläubiges Staunen. El Al 1862. Sind Sie sicher, dass Sie Probleme mit Maschine 3 und 4 haben? Motor 3 en 4 heeft hij niet. Zeg hem uit, is verder geen extra inzetten. Niet dat ik weet. Kan je nog even. Genau, nummer 3 en 4 zijn aus. En we hebben problemen met de landeklappen. Now 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out. Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps. Problem with the flaps, roger. Problem. 158 Sekunden vergehen. Man hat sich auf Landebahn 27 geeinigt. Noch 13 Meilen bis zur Landung. Kurs 270. Thank you, 1862. Mayday, we have no emergency. Mayday, we have no emergency. Mayday, we have no emergency. Okay, heading 1-2-0 and turning Mayday. Roger 1862, your speed is? Die Fluglotsen raten. Say again? Your speed? Speed is 260. Okay, you have around 3 miles to go to touchdown. Speed is all yours. You are clear to land from way to south. Sie werden mit ihrer Geschwindigkeit den Leitstrahl überqueren. Setzen Sie die Rechtskurve fort auf Kurs 290. Kurs 290. Noch 12 Gleitmeilen.
noch 12 Gleitmeilen. Position direkt über Amsterdam. Position direkt über Amsterdam. Weltall 1862, sinken Sie 1500 Fuß, 1500. Ortszeit. Die Crew hat 20 Sekunden vor Lebensende ein Kontrollproblem. Sie verfällt in ihre Muttersprache. Flug 1862 stürzt auf ein Wohnhaus. Die Besatzung, der Passagier und 47 Erdbewohner sterben. Die Unfalluntersuchung kam zu dem Schluss, dass eine heile Landung höchst unwahrscheinlich gewesen wäre. Smoking is strictly prohibited in the laboratory. Ladies and gentlemen, first class and business class, we will now start on the virtual entertainment program. There is a place where the sun comes up, right with the promise of day, coming on high, making love with the sky. It's only a daydream away. Wir bitten, dass Sie alle Unterhaltungen einstellen und uns Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Follow along as we cover the important safety features on board this aircraft. You may be required to assist the crew in an emergency. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Get up! Get up in the air! Get a piece of the world way up there! And then there's a place of his own. We want to share. Please take your seats as soon as you can. 2,000 new seatbelt low and tight across your lap. We are full flight. It's a pleasure having you with us. If we could have your attention, please. In just a moment, our flight attendants will be demonstrating the important safety features on board this Boeing 777 aircraft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Get up. Get up in the air. Get up and start moving somewhere. Pan Am has a place of its own. You call it the world. We call it that plane has just started to do a big, huge plunge. Please take your seats as soon as you can. Tell them we lost both engines. We lost both engines for 6 seconds, Julian. Sir, we've lost vertical control of our airplane. I lost the contact with the Boeing 767 in my airspace. The Ethiopia? Yeah, I mean, we lost radar, we lost everything. Get up in the air.
ただいまより機内の安全設備などにつきご案内申し上げます。離陸・着陸の際にはシートベルトをお締めください。またお座席にお座りの際は突然の気流の変化に備えシートベルトをそのままお締めになりますことをお勧めいたします。お手荷物は皆様の前のお座席の下に安全に収納されていることをご確認ください。前のお座席のシートポケットに安全のしおりが入っております。このしおりには酸素マスクとライフジャケットの使い方、緊急時の脱出方法、ただし携帯電話および CD プレーヤーの機内でのご利用は一切お控えください。 Es ist 18:24 Uhr, Höhe 29.000 Fuß.Geschwindigkeit 556 Stundenkilometer. Im Flugzeug fällt der Hydraulikdruck. Ganze Hydraulik ist ausgefallen. Ja, Sir. Sinken. Ja, Sir. Der Hydraulikdruck ist weg. Ganz weg? Ganz weg. Es ist 18.31 Uhr. Flughöhe 7590 Meter. 463 Stundenkilometer. Nase runter. Drücken Sie die Nase nach unten. Ja, Sir. Drücken Sie die Nase nach unten. Ja, Sir. Drücken Sie die Nase nach unten. Ja, Sir. Hören Sie mit diesem Gerede auf. Nehmen Sie beide Hände. Nehmen Sie beide Hände.Es ist 18.40 Uhr, Flughöhe 6828 Meter, 407 Stundenkilometer. Rechts sehen Sie den Fujiyama. 非常口の場所が説明されています。非常口にはエグジットのマークがついています。Passagiere des Fliegers, drücken Sie bitte Ihre Köpfe gegen die Rückenlehne und halten Sie Ihre Fliegers ganz fest. Tische bitte hochklappen. Manchmal erwarten wir ohne Vorankunft. Wir halten die Verbindung.Es ist 18.48 Uhr. Das Flugzeug ist außer Kontrolle. Das Flugzeug fällt mit 426 Stundenkilometern auf 2073 Meter. Drücken Sie die Nase nach unten. Vielleicht ist es hoffnungslos. Ist das ein Berg? Ziehen Sie die Nase hoch. Ziehen Sie die Nase hoch. Steuern Sie nach rechts. Rechtskurve. Wir treffen sonst den Berg. Es ist 18.55 Uhr.Mount Sanpai in Sicht. Das Flugzeug ist auf 3444 Meter gestiegen. Geschwindigkeit 333 Stundenkilometer. Der Sturzflug beginnt. Es ist 18.56 Uhr. Das Flugzeug schlägt auf einen Bergkamm auf und fliegt weiter. 3 Sekunden noch zum nächsten Bergkamm. Mount Osutaka, Höhe 1500 Meter.
Es ist 18.56 Uhr und 30 Sekunden. Der Cockpit-Voice-Recorder wird noch 2 Sekunden arbeiten. 420 von 424 Passagieren sind tot. Bei ihnen finden sich Abschiedsbriefe. In Reihe 54 gibt es 4 Überlebende. Eine Stewardess, ein Junge, ein Mädchen und ihre Mutter. Sie wurden 15 Stunden später von eintreffenden Rettungsmannschaften geborgen. Autopilot. 500. Autopilot. 300. Autopilot. 200. Autopilot. Radio altimeter. Autopilot. Pull up. Pull up. Pull up. Autopilot. Too low terrain. Too low flaps. Too low gear. Terrain ahead. Autopilot. Terrain ahead. Autopilot. Pull up. Pull up. Caution, wind shear. Caution, terrain. Autopilot. Flight slope, bank angle. Flight slope, bank angle. Flight slope, bank angle. Flight slope, bank angle. Autopilot. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Decide. Autopilot. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. 50. 40. 35. 20. 10. Obstacle ahead. Autopilot. Zero. 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 Autopilot. 21.12. 19.03 Uhr. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Heute wird es Menschen. Ein Heulen kommt vom Himmel her. There's this absolutely massive sort of red glow in the sky that went firstly upwards and then out and then this sort of bright orange center. 2 Stunden weiter vom Tod entfernt. London Heathrow, 21.12. 17 Uhr, Terminal 3. Pan American Airways teilt seinen Fluggästen mit, Flug 103 nach JFK wird eine halbe Stunde Verspätung haben. Yvonne O. und ihre Tochter Bryony Elias. 20 Monate alt. Sergeant Edgar E. fliegt zu seiner Mutter. Sie liegt im Sterben. Gwyneth Yvonne ist im 4. Monat schwanger. Schon wieder. Sie will nach Boston. Schon wieder ein neuer Freund. Vom Himmel hoch werden sie kommen. 30 Minuten warten am Gate. London Heathrow Terminal 3. 17.30 Uhr. Das Gepäck wird in die Frachträume geladen. 30 Tonnen. 108 Tonnen Kerosin. 259 Menschen. Kapitän James Bruce McQuarrie ist ein erfahrener Pilot. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Über 30 Minuten warten auf Terminal 3. London Heathrow. Terminal 3. 18.04 Uhr. Die Türen werden geschlossen. Die Maschine rollt zur Startbahn 27R. Es gibt noch keinen Starterlaubnis. Vom Himmel hoch werden sie kommen. 21 Minuten warten auf der Startbahn. London Heathrow, Startbahn 27R, 18.25 Uhr. Starterlaubnis Pan Am 103. Kapitän McQuarrie drückt die Schubhebel von sich weg. Die Triebwerke heulen auf. Erst zögernd, dann schnell. Heulen kommt vom Himmel.
Tonnen der Turbinen, das übliche Gefühl der plötzlichen Schwere, die übliche Euphorie beim Takeoff kurz danach, die übliche Angst in der ersten Kurve. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Warten, bis die Anschnallzeichen erlöschen. Kurs 350 Grad, Alpha 1 Richtung Schottland freigegeben. Flughöhe 31.000 Fuß. Die Anschnallzeichen erlöschen. In der ersten Klasse werden Trinks serviert. Warten auf die Antwort. Ist es besser am Himmel zu verglühen, als am Boden zu verrosten? 18.56 Uhr im Hebel über England. Höher nicht. Reiseflughöhe erreicht. Außentemperatur minus 50 Grad. Seitenwind mit 213 Stundenkilometern. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Oben die Menschen in stählerner Einfalt. NM 103 auf dem Flug nach JFK, 18.58 Uhr. Der Co-Pilot ruft Chandling Oceanic Air Control. Der Co-Pilot in Flugnummer, Flughöhe und Reiseziel durch. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Unten die unveränderte Welt. Warten auf die Kursfreigabe. Shenwick Oceanic Air Control 19.02. Der Lotse gibt den Kurs frei. Die Sicht ist gut. Express 705, Heavy Mathis out here. Kipper 103 ist freigegeben auf 59 Nord, 10 West nach Kennedy. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Aus den Maschine gewordenen Gedanken auf die Erde fallen. Pan Am 103 auf dem Flug nach JFK. 19.02 und 50 Sekunden. Eine Explosion im Gepäckbehälter des vorderen Frachtraumes reißt ein tellergroßes Loch in die Unterseite der 747. 3 Sekunden später bricht der Vorderteil des Rumpfes ab. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Nicht angekommen. In stählerner Einfalt. Die Passagiere der ersten Klasse fallen in den Himmel hinein. Sie werden samt Sitzen in das Triebwerk Nummer 2 gesogen. Der Neigungswinkel des Restflugzeuges nimmt zu. Aus 5800 Metern fällt es mit laufenden Triebwerken und halber Schallgeschwindigkeit senkrecht auf den Stadtteil Sherwood von Lockerbie herab. There's this absolutely massive sort of red glow in the sky that went firstly upwards and then out and then this sort of... Pan Am 103, 19.03 und 26 Sekunden. Die Maschine stürzt auf den Stadtteil Sherwood Crashfield. Die Triebwerke schlagen rechts und links der Bahnlinie ein. Express 705, Heavy Mathis out here. Vom Himmel hoch werden sie kommen. Heute wird es Menschen regnen. Feuer und Metallteile, Whiskyflaschen und Münzen. Einige Tonnen Treibstoff. Sort of red glow in the sky. Firstly upwards and then out, and then this sort of bright orange center. 11.000 Kleidungsstücke und Flugzeugsitze samt angeschnallter Leichen regnen vom Himmel in die Straßen, auf die Häuser von Lockerbie. Von Miss Mary L., 81 Jahre, aus Lockerbie, die vielleicht auf den Tod wartete. Bleibt nichts als ihre künstliche Kniescheibe. Die Körper von 7 Passagieren werden nie entdeckt. 2 Passagiere werden erst 4 Tage später erfroren in einem Wald gefunden. Sie hatten beim Absturz schwere, aber nicht tödliche Verletzungen erlitten. Die Hände waren in den guten alten Boden gekrallt. Willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs. Sie wissen mir Simon Abisa. Mobiltelefon og CD-spiller kan ikke brukes mens du oppholder dem og går på flyet. Mobiltelefoner må slås helt av. Sie wissen mir Simon Abisa. Пользование мобильными
мобильными телефонами и проигрывателями компакт-дисков запрещено в течение всего полета. Связи мезима подписал. Хашимуш в телефоне с селулярим в махшире компакт-диск асур бемалах хатиса кула. Die letzten Worte des Co-Piloten von Air Florida 90 waren: Larry, wir stürzen ab. Die Antwort des Piloten war: Ich weiß. Completamente apagado. Fimos amicononi, al chombo chamuziki chasidi. Abirubusivik tunika o katuotio safari. Completamente apagado. Bovendien mogen draagbare telefoons en cd-spelers niet gebruikt worden gedurende uw verblijf aan boord. Completamente apagado. Mobiel telefoon in glasen plaatje mangiait ei tohi kasutada koko reisi jooksul. Suitsettamine ei ole lubatud õhku tõusmise ning maandumise ajal. Die letzten Worte des Piloten von Atlantic South East 529. Helfen Sie mir, Sie zu halten. Die letzten Worte. Antwort des Co-Piloten. Amy, ich liebe dich. Completno isključeni. Disposizione tu na mobifoni i compact display na bordo na samoleta è assolutamente zabraneno po всяко vreme. Всички мобифони трябва да са напълно изключени. Completno isključeni. Međutim, mobiteli i CD playeri uopće se ne smiju koristiti u zrakoplovu. Completno isključeni. I telefoni cellulari e il lettore di CD non possono essere usati durante tutta la permanenza a bordo. Die letzten Worte des Piloten von China Airlines 140 waren: keine Bange, regen Sie sich nicht auf. Die letzte Antwort des Co-Piloten lautete: Keineswegs. Mobiltelefoner och CD-spelare får inte användas under hela vistelsen ombord. Les téléphones portables et les lecteurs de CD doivent être impérativement en position éteinte pendant toute la durée de votre séjour à bord. Der letzte Befehl des Piloten von Lok Air 15 war: Scheiß drauf, okay, los. Bringen wir es hinter uns. Die letzte Antwort des Co-Piloten: Wir sind tot. Komplett nur exclusion. Desuden må der ikke benyttes mobiltelefoner eller CD-afspillere under hele opholdet ombord. Komplett nu isključeni. Međutim, korištenje mobilnih telefona i CD-playera nije dozvoljeno tokom celog boravka u avionu. Komplett nu isključeni. El uso de teléfonos móviles y equipos de disco compacto no está permitido a bordo. Los teléfonos móviles... На протягу всего полета нельзя користаться мобильными телефонами и компакт-диск-плеерами. Зимезимезима табиса. Бе алове, истифаде аз телефонхой сайор ва диске пахше мусиби дар тамоми мудате парвоз муджоз неми башад. Ва телефонхой сайор бояд камелан хамуш башад. Die letzten Worte des Co-Piloten von Japan Airlines Flug 46E waren: Okay, jemand darf mir einen Kuss geben und mir sagen, ich bin noch am Leben. Die letzte Antwort des Piloten lautete: Sie werden Ihren Kuss gleich von mir bekommen. Dann wurde evakuiert. Rebolatu, de servitque ducem, caelique cupite de tractus altius egiditer. Rapidio ikinia solis mollit odoratas, bennarum vincula queras, tabuarant querae. Nudos quatidille lacertos, remigioque carens non ullas percipit auras, oraque caerulea patrium clamantia nomen excipiuntur aqua, quae nomen traxit apillo. At pater infelix, neciam pater, Icare dixit, Icare dixit obis, qua te regione requiram, Icare dicebat, penna suspexit in undis,
Deo vit quae suas artes, corpus quae sepulcro condidit. Please